Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, Ausbilderinnen und Ausbilder, als Schulleiterin der Kaufmännischen Schulen Hanau heiße ich Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Galetzka und ich führe Sie nun auf einem virtuellen Rundgang durch die Schule, damit Sie sich ein Bild von den Räumlichkeiten und der Ausstattung der Schule machen können. Augenblicklich befinde ich mich im Foyer der Schule. Dieser Eingangsbereich wurde gemeinsam mit der Schülervertretung gestaltet und bietet Möglichkeiten zum Arbeiten, Chillen und für Kommunikation. Im Hintergrund sehen Sie ein von Schülern gestaltetes Bild gemeinsam gegen Rassismus zum Anschlag in Hanau am 19.02.20. Jetzt sehen Sie einen naturwissenschaftlichen Raum. Dort findet Unterricht in den Fächern Biologie, Chemie und Physik statt und werden Experimente und Projekte durchgeführt und ausgewertet. Jetzt betreten wir das Selbstlernzentrum. Es versteht sich als Arbeits-, Kommunikations- und Veranstaltungsort. Das Selbstlernzentrum stellt Ihnen einen umfangreichen Buch- und Medienbestand zur Verfügung und ermöglicht über das Internet den Zugang zu vielen weiteren Informationsquellen. Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Lesecafé, finden auch in diesen Räumlichkeiten statt. Hier kann man selbstständig oder in der Gruppe lernen und sich auf Unterricht und Prüfungen vorbereiten oder Referate und Projektarbeiten anfertigen. Dieser weitere Raum des Selbstlernzentrums ist Treffpunkt für spezielle Angebote, zum Beispiel Visualisierungs- und Recherchekurse. Er bietet auch Möglichkeiten für Einzel- und Gruppenarbeiten. Auf diesem Schulgang befinden sich auch unsere Unterstützungsangebote. Ausbildungsbekleidung, Schulsozialarbeit, Schulseelsorge und Beratung. Unser Anspruch ist, Sie ganzheitlich zu unterstützen. Das heißt nicht nur beim Lernen, sondern auch bei schulischen, beruflichen und privaten Problemen. Nun sehen Sie einen Klassenraum, der eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten bietet. Dieser Raum ermöglicht Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit und multimediale Präsentationen. Das Mobiliar und die interaktiven Tafelsysteme können variabel genutzt werden. Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel im Ausbildungsberuf Kauffrau Mann für Büromanagement, können in diesem Raum in freien Arbeitsphasen entscheiden, welche Lernsituationen sie allein oder in der Gruppe bearbeiten wollen. Zum Schluss werfen wir einen Blick in den Verwaltungstrakt. In diesem Gang finden Sie die Büros des Schulleitungsteams und das Sekretariat. Bei Fragen rund um Ihre schulische Laufbahn an den Kaufmännischen Schulen Hanau finden Sie hier immer eine kompetente Antwort. Ich hoffe, dass Sie mit diesem filmischen Rundgang einen ersten guten Eindruck von den Kaufmännischen Schulen erhalten haben und würde mich freuen, Sie bald als Schülerin, Schüler oder als Auszubildende bei uns begrüßen zu dürfen.